kümmerliche Vorstellung. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Dirty Swamp. So, kann ich hier eigentlich ein bisschen stehlen? Aha. Ein Erzbrocken. Schön, dann können wir Jiran den schon mal geben für die Rune. Übrigens. Darf ich kurz stören? Ich brauche bessere Ausrüstung. Wer braucht das denn nicht? Wenn die Orks erst einmal eingedrungen sind, will doch jeder hier das beste Schwert von allen in den Händen halten. Was unterscheidet dich da von den anderen? Ich bin der Wichtigste. Ich bin mittlerweile stärker als jeder andere hier im Lager. Glaubst du das wirklich? Vielleicht bist du auch einfach nur überheblich und arrogant. Schon mal daran gedacht. Ich habe euch vor Raymonds Plänen gerettet. Ach ja? Ob die jetzt schlimmer gewesen wären als die ganzen Biester da draußen, wage ich zu bezweifeln. Was kann ich denn dafür? Keine Ahnung. Aber der Zeitpunkt dafür ist verdächtig. Findest du nicht auch? Ich kann gut zahlen. Das ist mir in dieser Situation sowas von egal. Was soll ich denn mit den ganzen Goldbrocken anfangen, wenn ich jeden Moment eine rostige Ork-Axt in den Schädel kriegen könnte? Aber weißt du was? Ganz egal, was deine Gründe sein mögen, ich kann dir sowieso nicht helfen. Hast du etwa keine Ausrüstung mehr? Naja, Rüstung habe ich keine mehr. Die sind alle verteilt. Und für Waffen gehst du sowieso besser zu Olaf, Skinny oder Patty. Wenn ich doch noch etwas von diesem magischen Erz hätte. Magisches Erz? Na, dieses Erz, das Hector kurz vor der Belagerung durch die Orks angeschleppt hat. Damit konnten Bogi und ich die Rüstung eines Dorfkriegers um einiges verbessern. Für mehr hat mein Anteil leider nicht gereicht. Dabei sind die Möglichkeiten, die dieses Erz bietet, fast unbegrenzt. Das weiß ich jetzt. Problem ist nur, dass die sowieso schon knappen Erzvorräte jetzt über das ganze Lager verstreut sind. Ein Trauerspiel. Da hätte ich die Chance, die Waffe meines Lebens zu schmieden. Und es scheitert zum Geiz der Leute. Wer hat denn jetzt dieses magische Erz? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hector hat mir lediglich 5 Brocken überlassen. Und 3 davon sind schon für die Rüstung des Dorfkriegers draufgegangen. Den Rest wollte er nicht hergeben. So ein Dickkopf. Er kann doch gerade nichts damit anfangen. Könntest du meine Ausrüstung verbessern, wenn ich dir genug Erz bringe? Könnte ich, ja. Aber hast du mir nicht zugehört? Hector hat das Erz. Das schaffe ich schon irgendwie. Na, da bin ich ja gespannt. Also, wenn du es wirklich schaffst, dann würde es mich wirklich in den Fingern jucken, ein Schwert daraus zu schmieden, das jedes andere übertrifft. Natürlich könnte ich damit auch eine deiner Rüstungen verbessern. Aber ein Schwert aus diesem Erz zu fertigen, wäre ein Lebenstraum von mir. Ja, dein Lebenstraum wird sich nicht erfüllen. Wie viel Erz bräuchtest du denn dafür? Das kommt ganz darauf an, was du haben willst. Für einen Einhänder brauche ich wahrscheinlich 4 bis 6 Erzbrocken. Ein Zweihänder benötigt natürlich mehr. Vielleicht zwischen 5 und 7 Brocken. Und wenn ich eine deiner Rüstungen verbessern soll, dann müssten 3 Erzbrocken dafür reichen. Kommt aber auf die Rüstung an, die du anschleppst. Kannst du auch Roben verbessern? Welche Rüstung sollte ich denn am besten anschleppen? Es eignen sich längst nicht alle Rüstungen, um sie mit diesem Erz zu verstärken. Mit Piratenkleidung, einer Söldnerkluft oder einer dieser Fellrüstungen der Banditen brauchst du gar nicht erst hier anzukommen. Die Rüstung dieser eingeborenen Krieger hat sich zum Beispiel gut dafür geeignet. Du kannst ja mal schauen, ob Bogie davon noch eine hat. Dann wären da noch die Rüstungen, die Rays Gardisten getragen haben. Wenn du an so eine herankommst, dann kann ich da sicher auch was draus machen. Nö. Auf keinen Fall. Hey, Bogie! Hast du zufällig eine von deinen Rüstungen dabei? Du weißt schon, die aus Sumpfeihaut. Das fällt dir aber früh ein. Ich habe sie dir schon vor Ewigkeiten angeboten. Aber du hast Glück, ich habe tatsächlich noch eine einzige bei mir. Ja, Bogir, da hast du recht. Ich habe tatsächlich Glück.
einen Freund wie dich zu haben. Nicht so schnell, die ist eigentlich für Kajor gedacht. Er rennt schon viel zu lange ohne eine richtige Rüstung herum. Und wenn die Orks hier reinstürmen, dann sollten alle von uns gerüstet sein. Du siehst mir gut gerüstet aus. Kajor braucht sie dringender als du. Na gut. Habe ich überhaupt eine Rüstung, die ich ihm geben kann? Nö, habe ich gar nicht. Ich habe alle verkauft. Wie wäre es, wenn ich dir dafür eine meiner Rüstungen gebe? Was schleppst du denn so mit dir rum? Oh, ich habe gerade nichts Brauchbares dabei. Wir sind ja eh der Robentyp. Da liegt ja auch noch ein Erzbrocken. Krass. Der liegt da einfach so rum. Vielleicht auch noch einer. Wenn die hier einfach so rumliegen. Hey, Mike. Versteckst du dich etwa hier? Du kennst mich doch. Arbeit ist nichts für mich. Nicht mal unter diesen Umständen? Lass mich überlegen. Nee. Jakal vermisst dich beim Training. Das ist aber nett von ihm, dass er mich sogar vermisst. Aber weißt du was? Interessiert mich nicht die Bohne. Was muss ich tun, damit du trainieren gehst? Ist dir das wirklich so wichtig, dass du dafür deinen Buckel krumm machst? Na gut, ich mach dir einen Vorschlag. Du erzählst Jakal, dass ich auf der Flucht ins Lager von einem Ork verletzt wurde. Jetzt geht es mir so schlecht, dass ich nicht zum Training kommen kann. Abgemacht? Hä? Was soll denn das für ein Vorschlag sein? Ich bin doch gerade hergekommen, damit du zum Training gehst. Sieh es doch mal so. Vielleicht ist das deine letzte gute Tat. Na, nichts da. Du bewegst jetzt deinen faulen Hintern zum Platz. Welch ein Jammer. Du bist ein richtiger Spielverderber, weißt du das? Ich dachte, wir wären Freunde. Ja, eben. Deswegen geh trainieren, du Lappen. Ich dachte, wir wären Freunde. So. Ach, da hinten ist dieser neue Typ. Solltest du dich nicht auf einen Angriff der Orks vorbereiten? So ein Quatsch! Hältst du mich etwa für einen Schwächling? Mit einem Olaf werden die Orks nicht so leicht fertig. Das kannst du mir glauben. Shiran sagte mir, du hättest magische Erzbrocken. Verdammt! Bald weiß es das ganze verdammte Lager. Hast du jetzt welche oder nicht? Aber das wird nicht billig. Verstanden? Du verkaufst also weiterhin deine Waffen? Ganz richtig. Wenn jemand eine Waffe braucht, dann in diesen Zeiten. Das wird das Geschäft meines Lebens. Händler müsste man sein. Zeig mir deine Waffen. Ganz ehrlich, gib sie mir alle her. Ja, wir haben ja so viele Waffen, die wir jetzt verkaufen können hier. Brauche ich ja alle nicht. Kann alles weg. Schön. So, haben wir hier noch irgendwas, was weg kann? Brauche ich nicht. Das behalte ich. Edler Ring. Achso, das ist der von Johnny. Ganz ehrlich. Dann weg. Das kann eigentlich auch weg, wenn ich ehrlich bin. Aber ich behalte mal trotzdem. Berserker-Axt. Schön, schön, schön. Was machst du hier drin? Raus mit dir! Wieso darf ich hier nicht rein? Geht doch!
War doch gar nicht so schwer, oder? Und wieso hat er mich überhaupt gehört? Hä, das check ich nicht. Was ist los? Hey, du! Was machst du da unten? Mann, geh doch schlafen, du Lappen! Alter Thorsten, ich bring dich gleich um. Was ist los? Wer bist du? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich dich auch nicht. Musst wohl ein Neuer sein. Wie dem auch sei. Ich bin Brad. Ach, du bist dieser Brad, der Hektors Trupp gewarnt hat. Genau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal einen Fuß in dieses Lager setze. Aber ein Glück, dass Raymond endlich enttarnt wurde. Ich habe in diesem Punkt leider versagt. Ich finde es irgendwie unpassend, dass er die gleiche Stimme wie Raymond hat, weil... Weiß ich nicht. Also der Sprecher, ich mag den, aber ich finde es einfach unpassend für den Charakter jetzt, dass er genau die gleiche Stimme wie Ray hat. Wenn er doch irgendwie der Gegenspieler ist von ihm. Durch deine Aufzeichnungen sind wir Ray schließlich auf die Schliche gekommen. Es hat zwar ein wenig gedauert, aber letzten Endes konnten Jiran und ich seine Pläne vereiteln. Bist du dieser Kerl, der sich ganz allein gegen Ray aufgelehnt hat? Ganz schön mutig von dir, Kleiner. Nicht wahr? Überstrapazier mal nicht dein Image. Trotzdem, wenn wir hier heil rauskommen, dann gebe ich dir erstmal ein Bier aus. Wo warst du die ganze Zeit über? Naja, ich wusste für Raymonds Geschmack wohl zu viel. Und ich habe den Fehler begangen, das auch noch rauszuposaunen, ohne mir etwas dabei zu denken. Deshalb also bist du in den Sumpf geflüchtet. Blöderweise hat mich dort ein Auftragskiller von Ray fast zur Strecke gebracht. Also musste ich weiter weg, um mir einen Plan zu überlegen. Ich habe mich durch die große Höhle gekämpft und bin dann einfach immer weiter. Als ich später den Plan gefasst hatte, zurückzukehren, um erst einmal Hector in die Sache einzuweihen, war der Eingang zur Höhle versperrt. Ein Erdbeben muss den Gang verschüttet haben. Und so konnte ich all die Zeit nichts anderes tun, als zu versuchen, nicht draufzugehen. Klingt echt ätzend. Aber wie kommt's, dass du wieder hier bist? Wie du vielleicht weißt, gab es gestern noch ein Erdbeben. Nicht viel später tauchte dann diese riesige Horde von Orks auf. Ich habe natürlich die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Zu meinem Glück war die Höhle nicht mehr versperrt. Und ich bin Hector praktisch in die Arme gelaufen. Dann haben Hector und sein Trupp ja echt Schwein gehabt. Ohne dich wären sie längst von den Orks zertrampelt worden. Schon. Aber eigentlich habe ich unseren Tod nur um ein paar Tage verschoben. Glaubst du etwa, dass wir hier lebend wieder herauskommen? Es sind einfach zu viele. Diese Armee, sie ist riesig. Wir werden sehen. Was trägst du da für einen Bogen? Den habe ich einem Ork abgenommen. Man kann über diese Biester sagen, was man will. Aber ihr Handwerk verstehen sie meisterhaft. Der Bogen interessiert mich nicht. Wobei, wir können ja mal gucken, wie teuer der ist, einfach zum Spaß. Der Bogen ist nicht zufällig zu verkaufen. Was willst du denn mit dem Ding? Du willst doch nicht etwa... Wenn die Orks angreifen, dann will ich mich zu verteidigen wissen. Und wieso die Biester nicht einfach mit ihren eigenen Waffen schlagen? Naja, ich habe ja noch meine Axt. Die ist mir ohnehin lieber. Aber deine Goldbrocken kannst du behalten. Die nützen mir bald sowieso nichts mehr. Was willst du dann für deinen Bogen? Da gibt es doch dieses magische Erz, das Hector angeschleppt hat. Ich würde mir gerne damit von Justin meine Axt etwas aufpolieren lassen. Wenn du mir 4 Erzbrocken besorgen kannst, dann gehört dieser Bogen dir. Nö. Wo ist er hin? Nächstes Mal mehr Feingefühl. Was suchst du hier? Geh! Du hast hier nichts zu suchen. Bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Hast du das gerade wirklich gesagt, du? Hey. Ruhm und Ehre. Das ist mein Sold. Hat dieser Lars das gerade wirklich gesagt? Ist das sein Scheiß Ernst? Weißt du, Lars, der hat hier gar nichts mehr zu melden. Hör auf mit dieser Magie-Scheiße.
Willst du Schläge? Hör sofort auf damit! Das will ich dir auch geraten haben. Rick, halt dein Maul, ich hab dich schon verprügelt. Hey, du! Warte mal! Tut mir leid, Mann. Ich kann grad nicht. Ach, ich dachte nur, du könntest vielleicht etwas Gold gebrauchen. Aber wenn du keine Zeit hast... Oh, mein Schädel! Hey, Thorsten! Oh, reden wir noch mal über die Sache mit dem Gold. Erz. Gold? Genau. Du besorgst mir einen dieser Erzbrocken. Und ich gebe dir satte 1000 Goldbrocken dafür. Na, wie hört sich das an? Scheiße. Wofür brauchst du denn einen Erzbrocken? Kann dir doch egal sein. Oho, der Herr hat Geheimnisse. Nö, nur eine schartige Axt. Aber mit etwas magischem Erz kann das Ding sicher nicht nur Bäume fällen. Und Justin juckt es schon in den Fingern, etwas mit diesem Erz anzustellen. Du kriegst nichts. Ah, gut, dass du kommst. Ich habe die Teleportspruchrolle gerade fertig geschrieben. Dann werde ich mal Miguel befreien gehen. Tu das. Ich habe die 3 Erzbrocken für den Runenstein. Dann gib mir einen Moment. Die Rune ist fertig. Dass das jetzt so schnell geht, hätte ich nicht gedacht. Magie ist ein mächtiges Werkzeug. Dann hoffen wir mal, dass sich unsere Mühe auszahlt. Wie, für die Spruchrolle brauchst du eine halbe Stunde, aber für die Rune 2 Sekunden? Hey, Mortis. Na, beschäftigt? Ah, du bist es. Ich mische gerade Heiltränke für Kambacha und Nayati. Die beiden hat es echt übel erwischt, als sie gegen die Gardisten gekämpft haben. Wenn Kambacha nicht wieder fit ist, bis Varaks Barriere fällt, dann sehe ich schwarz für uns. Kann ich dir bei den Tränken irgendwie helfen? Ja, unbedingt. Ich brauche dringend Nachschub an Heilkräutern. Vor 2 Jahren hatte ich noch welche hinterm Haus, aber die Rebellen haben alle plattgetreten. Oh, ich soll dir also neue Heilkräuter beschaffen? Na, was denn sonst? Willst du mir nun helfen oder nicht? Oh, Moment. Ich habe noch Heilkräuter dabei. Kann ich sie mal sehen? Na klar, hier. Die sind ja schon halb vertrocknet. Für deine Bedürfnisse mögen sie noch ausreichen, aber die beiden hat es wirklich schwer erwischt. Da brauche ich die frischesten Kräuter, die ich nur finden kann. Ich habe noch einige Heiltränke über. Tut mir leid, aber ich verabreiche nichts, was ich nicht selbst gemischt habe. Außerdem habe ich das Gefühl, dass du deine Heiltränke noch dringend nötig haben wirst. Na gut, ich sehe mal, ob ich Heilkräuter finde. Gut, vielleicht findest du ja in einer versteckten Ecke des Lagers noch welche. Aber was sag ich da? Eher findest du noch einen Kräutersammler, der seine Aufgabe ernst genommen hat, als dass hier drin noch etwas Nützliches wächst. Alle Schafe noch da? Du willst selbst jetzt deine Scavenger nicht schlachten? Und wenn es so wäre? Dann hättest du jetzt ein Problem. Und das wäre? Natalia will, dass die Verwundeten eine vernünftige Mahlzeit bekommen. Und da du in dieser Notlage gerade der Einzige bist, der Fleisch aufbieten kann... Du brauchst gar nicht weiterreden. Ich habe Natalia bereits erklärt, dass das nicht geht. Mach es mir doch nicht so schwer, Corwin. Wieso geht das nicht? Ich kann doch meine kleinen Schäfchen nicht... töten. Das würde mir das Herz brechen. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Corwin, es sind Scavenger. Ändert das was? Auch Scavenger haben Gefühle. Und was ist mit deinen verletzten Freunden? Die kommen auch ohne Fleisch wieder auf die Beine. Das sind schließlich echte Krieger. Und was wäre, wenn du nur einen der Scavenger... Vergiss es! Wenn du meinen Schafen auch nur eine Feder rupfst, dann war es das für dich. Ich habe etwas Fleisch bei mir. Vielleicht reicht Natalia das ja auch. Adanos sei Dank. Dann verschone meine Schafe doch einfach. Ich weiß ja nicht. Also eigentlich habe ich ja wirklich Fleisch dabei, ne? Also wenn das jetzt geht, dann werden wir das nehmen. Und wenn nicht, dann... ich.
dann müssen die leider sterben. Beziehungsweise wir wollten ja eh böse spielen. Aber mir ist schon aufgefallen, man hat gar nicht so die Möglichkeit, großartig Entscheidungen zu treffen bei Dirty Swamp. Es ist schon sehr linear. Aber ich glaube, es liegt doch daran, dass man hier das alles balancen muss mit den Bosskämpfen und so. Da muss man das ja irgendwie linear machen. Weil sonst kann man ja gar nicht irgendwie das vernünftig managen, ne? Hey, Natalia! Hier hast du gebratenes Fleisch. Wo hast du das denn aufgetrieben? Besonders frisch scheint das ja nicht zu sein. Naja, besser als nichts. Hattest wohl doch nicht den Mumm, Corvin ein wenig Vernunft beizubringen. Naja. Na, ist ja auch egal. Trotzdem, vielen Dank für deine Mühe. Ich glaube, im alten LP habe ich diese Viecher auch umgebracht. Deswegen akzeptiere ich das jetzt mal so. So, haben wir eigentlich diese Rune hier? Ja, öffnen. Magische Truhe öffnen. Ich hoffe, dieser Migess verkauft noch Sumpfkraut. Sonst kann ich für Drakosch nicht diesen Fokusverstärker machen. Aha. Edler Ring der Zauberkraft. Erhöht die Zauberkraft um 2. Und Feuerball, Verbrennung. Cool. Schwarzmagierrobe, verbesserte Mana-Regeneration, geil. Eine Schwarzmagierrobe. Damit sehe ich sicher so richtig böse aus. Ja. Ich hoffe, sie passt mir. Oh ja. Oh ja. Das ist ja geil. Jetzt bin ich ja heftig. Schön, schön, schön. Damit kann man doch arbeiten. Hey, Migess. Mortis braucht frische Heilkräuter, damit er den Kriegern Heiltränke brauen kann. Hast du vielleicht welche? Na, so ganz frisch sind sie nicht mehr, aber vielleicht reichen sie Mortis trotzdem. Hier hast du sie. Danke. Pack deine Koffer. Hiermit gelangst du vom Teleporter in die Goldmine des Rebellenlagers. Von da aus findest du sicher den Weg nach draußen. Danke. Wenn wir uns das nächste Mal im Lager sehen, dann werde ich mich dafür revanchieren. Mach mir mal vor, wie das mit dem Teleport funktioniert. Muss ich jetzt auf ihn warten? Ach, warten wir sicherheitshalber mal. So viel Zeit muss sein. Hey, Migess. Wie lange dauert das denn noch mit meiner Rettung? Junge, halt doch dein Maul. Danke für deine Hilfe. Du hättest dir aber nicht so viel Zeit damit lassen müssen. Wie schön es doch ist, wenn der Dank von Herzen kommt. Wir sehen uns. Hey, Migess. Ja, endlich wieder Frischluft. In einer Gruft. Dann zeig mal deine Sachen. Okay, der hat Sumpfkraut. Ich glaube, diese Drachenwurzel kaufe ich mir auch. Warum nicht?
Jo, schön. Na, vielleicht brauche ich auch noch hier und da den Feuerball. Das könnte auch ganz nützlich noch sein, ne? Genauso wie das Ding. Vielleicht finde ich noch so eine Truhe. Ich eigentlich mittlerweile, falscher Raum, mittlerweile stark genug, mir zwei Skelettkrieger gleichzeitig zu machen. Muss ich mal probieren. Jiren hat ja mal gesagt, nur die wenigsten Zauberer schaffen das. Bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt mittlerweile schaffe. Nee, immer noch nicht. Schade. Braucht man wahrscheinlich die letzte Zauberstufe. Hey, Jiren! Ich dachte, der sagt noch was zu meiner schönen Robe jetzt. Hey, Zara. Ich habe genug Sumpfkraut und Dunkelpilze dabei, um den Visionsverstärker herzustellen. Das ist gut. Dann gib mal her, damit ich Dragosch daraus etwas Schönes zaubern kann. Hier, das kannst du Dragosch bringen. Er wird es bei diesem Chaos dringend nötig haben. Tja, dann geh doch mal zu ihm hin, wenn er es dringend nötig hat. Ach, guck mal, wer da ist. Hey, Norik. Du auch hier? Na, was denkst du denn, dass ich auf meinem Felsen darauf warte, von einem ihrer Bolzen durchbohrt zu werden? Das würde diesen Biestern so passen. Bevor ich draufgehe, nehme ich wenigstens ein paar von denen mit ins Grab. Wo du schon mal hier bist. Ich habe da ein Angebot für dich. Was für ein Angebot soll das sein? Du hast doch bestimmt mitgekriegt, dass im Lager magisches Erz im Umlauf ist. Wenn ich davon etwas in die Finger bekommen würde, dann könnte ich sicher ein paar Pfeile damit verstärken. Jetzt zu meinem Angebot. Du besorgst mir ein wenig von diesem Erz und ich mach dir daraus ein paar Erzpfeile. Und was hast du dann davon? Zum einen will ich hier lebend wieder raus. Und du scheinst mir die größte Garantie hier zu sein. Und zum anderen juckt es mich einfach in den Fingern, mich an diesen Pfeilen zu versuchen. Nö. Nö, 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 das interessiert mich nicht. Ein Zauber, den ich nie ausprobiert habe. Muss ich einmal mal testen hier. Windlauf. Könnt ihr mal generell die Zauber, die ich noch nicht ausprobiert habe, einfach mal ausprobieren jetzt, ne? Habe ich nicht noch einen Platz? Ah ne, hier. Ah, okay, da ist einfach die Umgebung langsamer. Ah, so geil ist das jetzt nicht. Todesschuss, Todesklinge, Eisklinge, das ist alles so. Das kennen wir. Wurzelschlingen kennt man auch. Licht kennt man, Zeitspalt kennt man auch. Das ist quasi der gleiche Effekt. Junge, kennen wir Seelenräuber. Da ist es einfach so, dass man da das aktiv macht und dann kann man Gegner töten und kriegt auch Leben wieder. Das sollte ich eigentlich generell mal aktivieren. Ich verstehe gar nicht, warum ich das nicht gelernt habe. Aber ob ich nochmal zu einem Belia-Schrein komme? Weil das ist schon gut eigentlich. Göttlicher Schild. Will ich auch mal testen. Okay. Blutrausch, Ablenkung. Vielleicht sollte ich, bevor ich hier alles verbrauche, mal speichern.
Asmodian hat stärkere Zauber, ne? Oh, Asmodian gegen Tukasch. Das kannst du auch verprügelt bleiben. So, was haben wir noch? Adalas kennen wir, das kennen wir auch. Geisterwolf beschwören. Mach dich bereit! Ah, cool, ich kann Geisterwolf und Asmodian haben. Der ist sogar gar nicht mal so schwach. Mein Schädel. Hey, Tukasch. Mit miesen Schlägern rede ich nicht. Mimi. Hol doch. Flammenwächter. Kann ich auch noch einen Flammenwächter eigentlich dazu holen? Cool. Also ich kann... Oh, das ist eigentlich ganz... Oh, der sieht ja nice aus, der Flammenwächter. Cool. Hey, ich sollte überlegen, Flammenwächter auch zu lernen und dann einfach meine Truppe hier alles machen zu lassen. Oder ich nehme halt wirklich für Bosskämpfe dann die Spruchholen. Flammenwelle. Das sieht cool aus. Eiswelle kennt man ja. Blizzard kennen wir. Arkanexplosion kennen wir. Windfaust kennen wir. Wasserfaust kennen wir. Todeshauch kennen wir. Untote vernichten kennt man auch. Magisches Geschoss kennen wir. Giftball. Ich glaube, Giftball kennen wir auch. Das ist ja das, was die Sumpfhaie spucken. Sieht aber auch cool aus. Können wir auch. Kleiner Feuerball können wir auch. Das ist ja das, was der Feuerpfeil jetzt abschießt auch. Einfrieren, Blitzeinschlag, Arkanschlag. Das kennen wir alles. Da lade ich mal. Ey, aber das mit den Begleitern ist eigentlich cool. Vielleicht sollte ich echt einfach überlegen, ganz viele Begleiter mir zu machen. Bosskämpfe und die dann alles machen lassen. Hallo, Häuptling. Hier hast du deinen Visionsverstärker. Mir gefällt diese Bezeichnung. Ich werde sie ab jetzt übernehmen, wenn das in Ordnung für dich ist. Gönn dir. Schon viel besser. Ich kann Adanos förmlich spüren. Ob das so eine gute Idee war? Und? Neue Erkenntnisse? Oder Offenbarungen? Adanos hat noch nichts zu mir. Die Orks. Du wirst sie zurückdrängen. Doch nicht alleine. Freunde sind bei dir. Ein Portal. Vier blau leuchtende Steine. Wir sollen ein Portal bauen. Nur das Amulett vermag es zu öffnen. Nur der Amulettträger kann hindurch hinter dem Portal. Dort ist. Was ist dort? Ich sehe nichts. Eine halbwegs verständliche Vision. Das ist ja mal was ganz Neues. Gut gemacht, Rakosch. So deutlich habe ich Adanos Willen noch nie gespürt. Doch bin ich mir noch nicht sicher, wie es jetzt weitergeht. Ich werde den Magier Jiran aufsuchen und mit ihm beratschlagen, was zu tun ist. Und was ist mit mir? Es scheint, als hätte Adanos dich mit einer ganz besonderen Aufgabe betraut. Dass Adanos etwas von mir will, habe ich verstanden. Bloß was?
Das wird sich mit der Zeit herausstellen. Wenn du eine Aufgabe suchst, versuche den Frieden zwischen Rebellen und Dorfbewohnern zu festigen. Umso größer das Vertrauen beider Seiten wird, desto eher werden wir diese Probe bestehen. Aha. Der Wahnsinn. Mach hier keinen Ärger, verstanden? Naja. So, ich muss ja noch mehr Leute auch finden, ne? Frag mich, wo sich hier noch jemand versteckt hat. Wer ist das? Ah, das ist Kyle. Wir waren nie hier oben, oder? Na, vielleicht sollte ich erst einmal näher rangehen. Das ist die falsche Seite. Aha. Hey, Bandit. Was machst du hier? Ich versteck mich vor den Orks. Die können auch jeden Moment ins Lager gestürmt kommen. Wieso läufst du hier eigentlich so unbeschwert herum? Versteck dich lieber, bevor es zu spät ist. Jakal sucht dich. Du sollst trainieren. Aha. Tut er das? Dann soll er weitersuchen. Mich kriegst du hier nicht weg. Die Orks werden mich hier oben sicher nicht finden. Ich bin hier sicher. Im Gegensatz zu euch allen. Du wirst mich doch nicht verraten, oder? Jeder hat seinen Teil beizutragen. Los, beweg dich. Das kannst du vergessen. Nur über meine Leiche. Das kannst du haben. Schon gut. Ich gehe ja schon. Aber vergiss nicht, dass du es warst, der mich in den Tod geschickt hat. Ich schreib's mir auf. Bla bla bla. So, ob hier noch jemand ist? Aber irgendwie habe ich keinen Bock, in die Mine zu gehen. Waren auch noch gar nicht unten im Lager. Es gibt hier aber echt noch viel zu tun, ne? Hey, Krieger! Mach hier keinen Ärger, verstanden? Ihr habt doch dieses Sumpfkraut. Es gibt Zeiten des Sinnens. Bald aber ist es Zeit zu kämpfen. So, dann gehen wir nochmal zu ihm hier. Kann ich hier vielleicht am Tag rein? Sie sind angespannt, aber man kann es ihnen nicht verdenken. Ihr habt doch dieses Sumpf. Hoffentlich ist Aldo rechtzeitig hier auf dem Bein. Es gibt Zeiten des Sinnens. Bald aber. Mann, diese Truhe ist so nervig. Was kann an links und rechts so schwer sein? Oh Mann, ich bin so doof. Drei Erzbrocken waren hier noch. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? Sieben. Was hattest du da drin zu suchen? Halt dein Maul da hinten. Hey, Mortis. Ich habe frische Heilkräuter von Miguez bekommen. Ah, Miguez, wie konnte ich ihn nur vergessen? Dann brauche ich mir ja keine Sorgen, um die Kräuter zu machen. Auf Miguez ist in der Hinsicht Verlass. Hier hast du die Heilkräuter. Dann werde ich gleich damit beginnen, die Tränke vorzubereiten. Würde es dir etwas ausmachen? Ich kann die Tränke auch noch ausliefern. Ehrlich? Auf dich kann man zählen. Wann bist du mit den Tränken denn fertig? Sagen wir so in einer Stunde. Komm dann nochmal wieder. Natürlich. Und wir kommen in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.